Sehr geehrter Herr Lukaschenko, Sie besprachen im Rahmen der Verhandlungen mit dem Präsidenten Putin, dass Fragen bezüglich der Situation an den Grenzen in Polen und in Litauen geklärt werden müssen, wie diese Migrationskrise sich weiterentwickeln soll. Denken Sie, dass das, was Sie gesagt haben, in Vilnius oder in Brüssel bzw. in Warschau auch gehört wurde? Ja, es ist richtig, es wurde richtig angedeutet, dass das das Problem der Länder ist, die diese Migranten auch gerufen haben. Es gab eine Ankündigung, wir fliehen aus dem Afghanistan. Diese Menschen wandten sich an uns. Sie wandten sich an den Kasachstan, an die tadschikische, an die turkmenische Regierung und so weiter. Es hat geheißen, diese Menschen, diese Migranten werden, beziehungsweise Flüchtlinge werden aufgenommen und dann werden sie weiter nach Europa geschickt, in weitere europäische Länder. Wir haben gesagt, dass diese Menschen nicht genau durchgesucht werden können. Wir wissen nicht, wenn wir aufnehmen, aber wir können diese Menschen nicht aufnehmen und vor allem deswegen, weil sie nicht zu uns kommen. Brüssel hat gesagt, diese Menschen müssen aufgenommen werden. Auch Biden hat gesagt, dass das richtig ist, weil Amerikaner sie sehr lange beschützt haben. Jetzt müssen sie aufgenommen werden. Wir sehen das. Wir sehen jetzt, dass es eine Strömung, eine Flüchtlingswelle aus dem Afghanistan gibt. Sie fliehen durch andere Länder. Sie fliegen, sie fahren nicht nur, sie fliegen auch. Und jetzt werden sie in diese Länder, die sie gerufen haben, nicht reingelassen. Diese Menschen werden beschossen. Sie sehen, was passiert. Warum sage ich das? Michelle hat Putin angerufen und hat gesagt, dass Putin auf mich einen Druck ausüben soll, auf mich, auf den Präsidenten von Belarus. Es entsteht aber die Frage, warum das nicht persönlich mit mir geklärt wird, wenn es eine Zusammenarbeit mit den Taliban gab. Das heißt, sie sind jetzt so arm, dass sie sogar in solchen Kleinigkeiten, durch solche Kleinigkeiten sich einzumischen versuchen, im Bereich der Kultur, im Sportbereich. Was hat das mit dieser Situation in Afghanistan zu tun? Sie beschuldigen uns, unsere Menschen. Wenn man auf die Straße mit einer Fahne geht, ist man gleich ein Feind. Sie sind so pedant. Das ist einfach kein angemessenes Verhalten. Und jetzt wollen wir, dass mein guter alter Freund einen Druck auf mich ausübt. Natürlich wird er so offen wie ich zu ihm sprechen. Ich möchte mich bei ihm nochmal bedanken. Er hat mir gleich gesagt, dass diese Menschen nach Minsk fahren sollen, weil wir die Situation in Minsk gut überprüfen, weil wir sie beobachten, überwachen und dann sollten diese europäischen Vertreter die Situation mit mir persönlich besprechen und sich das anschauen. Sie sollen diese Initiative zeigen und dann sollten wir einen Dialog vor allem mit Polen haben. Sie haben bestimmte Anforderungen, Anforderungen, die vor allem unsere Innenpolitik angehen. Sie sollten erstmal anschauen, welche Bedingungen Sie bei Ihnen haben. Der jetzige polnische Präsident hat nur aufgrund von ein paar Stimmen gewonnen. Aber jetzt ist Polen wieder von den USA abhängig, von den Finanzen der USA abhängig und sie bleiben an sie gebunden. Sie überleben nur dank dieser amerikanischen Staatshilfen. Sehen wir das nicht? Doch. Und jetzt sind nur ein paar Millionen Litauer bei uns geblieben. Sie sind auch geflohen. Jetzt wundern Sie sich, dass die Grenzen nicht geschützt genug sind. Das ist eine berechtigte Frage, die die Polen und die Litauer an ihre Regierungen stellen.
Deswegen ist es auch richtig, dass wenn bestimmte Länder Flüchtlinge zu sich aufrufen, dann sollten sie sie auch aufnehmen. Sie wollten das und das haben sie auch bekommen. Deshalb haben sie jetzt diesen Ball und sie sollen schlagen. Solange diese dummen Sanktionen nicht abgeschafft sind, wird es kein richtiges Gespräch geben. Wir werden uns nicht beugen. Wir können all das, was wir haben, auch beschützen. Und wenn Sie bestimmte Probleme haben, dann sollten Sie diese Probleme auch bei sich klären. Wenn Sie Hilfe haben wollen, dann kostet es auch. Dann sollten Sie zahlen. Es wird solch eine Dummheit wie vorher nicht mehr geben. Wir haben hier sehr viele Flüchtlinge beschützt und wir haben sie dann weitergeschickt. Und diese Menschen sind wieder zurückgekommen. Also sollten diese Menschen in diesem Fall, in dieses Mal bei Ihnen aufgenommen werden. Wir sind nicht zweitrangig. Wir können alles und noch mehr als die Europäer gesehen haben. Deswegen können wir ruhig bleiben und unser Volk ist klug genug. Wir haben alles, was gebraucht wird, um unser Land zu beschützen. Aber natürlich möchten wir zu solch einem Zustand nicht kommen.